Jo Leute, was geht ab? Ich bin hier immer noch komplett alleine bei uns in der Move It Garage. Sam liegt immer noch am Strand. Hier ein kleines Bild von dem kleinen Buben. Hi Leute, wie ihr vielleicht sehen könnt, ich bin gerade im Urlaub, deswegen kann ich diesmal nicht dabei sein. Aber liebe Grüße an Marian, du rockst auf jeden Fall ohne mich und liebe Grüße an alle Leute. Macht's gut. Geiler Typ. Ich bin einmal Maloren. Hier sieht es aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Ich habe den Käfer hier, ich habe den Volvo da. Der Volvo hatte Probleme mit der Bremse. Der Käfer hat neue Bremsflüssigkeit gekriegt. Ja, DOT3 von Bosch ist da. So, und ich habe mir gedacht, wo ich mir das Ganze so angeguckt habe. Ja, Bremse haben wir ja schon gemacht. Dies haben wir schon gemacht. Bremsflüssigkeit haben wir schon gemacht. Aber wieso, was es für Bremskreisläufe gibt, das wissen viele Menschen, glaube ich, gar nicht. Wissen die einfach nicht. Und deswegen habe ich jetzt auf unserer Tafel schon was vorbereitet. Da können wir uns mal das gängigste oder auch nicht gängigste mal angucken. Weil, wenn man nur einen Bremskreislauf hat und da ist mal was undicht, müsst ihr wissen, wie bremst ihr denn dann? Gut, man hätte noch eine Handbremse über die Seile, ist aber scheiße. Deswegen hat man sich da viele Sachen, die gut sind oder vielleicht auch nicht so gut sind, ausgedacht und die gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Los geht's! Bevor es jetzt ins Eingemachte geht, guckt euch das an. So sah ich, das ist meine Transformation hier. Die haben wir einmal um die Tafel rumgeklebt, wie ich mich hier verändert habe in dem Projekt. Und ich finde, da sah ich auf jeden Fall am geilsten aus. Nein, Spaß beiseite. Jetzt geht es ums Eingemachte, also Bremskreisläufe. Was ich euch versuche zu vermitteln, ist, wenn wir nur, es gibt alte Autos, die haben nur einen Bremskreislauf. Das heißt, wenn ein Schlauch platzt oder eine Manschette undicht ist oder irgendwas hat, dass die Bremsflüssigkeit austritt oder wir einfach nur viel Luft im Kreislauf haben, können wir nicht mehr richtig bremsen. Da blieb uns dann nur noch die Handbremse zu reißen, damit wir irgendwie anhalten können. Wenn man sich das vorstellt, dass es bei Tempo 100 passiert, ist das scheiße. Meiner Meinung nach. Da hat man sich Folgendes gedacht, man teilt die Bremskreisläufe in zwei Stück ein. Ja, wir haben oben unseren Tandem-Hauptbremszylinder, da sind so zwei Kolben drin, mit zwei Kanälen für die zwei Kreisläufe. Und wenn halt einer ausfällt, dann rückt der Kolben einfach nach und wir bremsen mit dem anderen. Dann gibt es folgende Sachen. Hier ein sehr bekannter ist eigentlich der IE-Kreislauf. Da haben wir hier vorne der 1 Vorderachse und hier die Hinterachse. Wir haben einfach einen Bremskreislauf für die Vorderachse und einen separaten für die Hinterachse. Das heißt, wenn Kreislauf 1 undicht ist, können wir noch hinten bremsen. Wenn Kreislauf 2 undicht ist, bremsen wir halt volle Pulle vorne. Wir bremsen eine komplette Achse hinten und vorne, das heißt zwei Räder immer gleichzeitig. Das heißt, das Fahrzeug fährt in der Abbremsung noch sehr stabil. Dann haben wir hier den X-Kreislauf. Ja, das ist einfach komplett diagonal. Kreislauf 1 ist vorne links, das ist immer die Fahrtrichtung, und hinten rechts. Und Kreislauf 2 ist vorne rechts und hinten links. Wir bremsen immer über die Diagonale. Das heißt, wir fangen die Kräfte auch noch relativ stabil in der Abbremsphase auf. Wobei der Bremskreislauf vorne immer, also Kreislauf 1 immer ein bisschen mehr Druck hat. Deswegen würde ich schon denken, dass man hier ein bisschen versetzt. Aber es ist meiner Meinung nach ein sehr guter Kreislauf. Würde ich sagen, sehr stabiler Kreislauf. Wenn man da abbremst über die Diagonalen, fährt das Fahrzeug noch relativ stabil. Dann haben wir HI. Kreislauf vorne ist nur vorne links und die komplette Hinterachse. Das heißt, wir bremsen mit einem Kreislauf drei Räder ab und Kreislauf 2 ist wirklich nur noch ein Rad vorne rechts. Das heißt, wenn hier der Kreislauf 1, der dominante Kreislauf, wo wir drei Räder bremsen, abbremst, dann bremsen wir nur noch mit vorne rechts. Das fährt sich schon ziemlich scheiße. Ich weiß, ich kenne, glaube ich, kein Fahrzeug. Wenn ihr ein Fahrzeug kennt, wo dieser Bremskreislauf verbaut ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Bei mir fällt keins ein, wenn der Kreislauf 1 kaputt ist, wo man dann nur mit vorne rechts abbremst. Das stelle ich mir auch ziemlich scheiße vor. Egal, weiter geht's. Nächster Kreislauf, LL. Wir bremsen einmal die linke Seite und einmal die rechte Seite ab. Also das ist klar, besser immer noch als ein Bremskreislauf, aber wenn wir uns hier vorstellen, dass Bremskreislauf 2 einen Schlauch platzt und wir komplett mit der einen Seite nur abbremsen, dann versetzt das Fahrzeug schon ziemlich stark in einer Notsituation, wobei wir ja natürlich als Fahrer merken, wenn ein Bremskreislauf weg ist und wir dann vorsichtiger fahren, trotzdem, wenn wir nur auf einer Seite bremsen, wird das Fahrzeug sehr stark zu der Seite hinziehen, wo wir die Räder bremsen. Ist eine Lösung mit zwei Kreislaufen, aber meiner Meinung nach eine nicht so gute. Der letzte Kreislauf, den wir hier haben, ist der HH-Kreislauf. Ihr seht hier, Kreislauf 1 macht Rad vorne links und hinten die beiden Räder. Kreislauf 2 macht vorne rechts und hinten die beiden Räder. Warum werden immer hier hinten die beiden Räder angesteuert? Ganz einfach, die Hinterachse ist die spurgebende Achse, deshalb auch quasi die stabilisierende Achse. Wobei man hier vorne nur einen, ich frage mich, wie sich das fährt. Aber ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Wenn ihr es ausprobiert habt, dann schreibt es in die Kommentare. Oldtimer, wie zum Beispiel dieser Volvo hier, dieser schöne P1800, S hat zum Beispiel nur einen Bremskreislauf. Das heißt, wenn einer ausfällt, ist keiner mehr da. Das ist ein ziemlich blödes Gefühl, glaube ich. Ich bin auch schon mal mit einem Auto gefahren, wo eine Bremsleitung so durchgerostet war, dass ich beim festen Bremsenpumpen plötzlich kein Gefühl mehr in der Bremse hatte und ins Leere getreten habe. War ziemlich ärgerlich, musste über die Handbremse im Wald anhalten. Im Wald fährt man zum Glück nicht so schnell, deswegen habe ich wahrscheinlich überlebt. Nein, es ist ein doofes Gefühl und deswegen muss man da sehr auf den Bremskreislauf aufpassen. So, was kann da passieren? Bremsschläuche werden mit der Zeit porös. Kommt sogar schon mal vor, dass die richtige Blasen werfen, wo die Bremsflüssigkeit dann nachher irgendwann austritt. Bremsleitungen rosten durch, einfach über Witterungsbedingungen. Fangen die an,
mit Korrosion überzogen zu werden. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen, zum Beispiel bei Oldtimern, und zwar, wenn man die falsche Bremsflüssigkeit benutzt. Bremsflüssigkeit kann in der Regel sehr aggressiv sein. Das merkt ihr schon, wenn ihr die auf die Hand laufen lasst. Die Haut wird da ziemlich warm, wenn ihr mit in Berührung kommt. Das ist schon quasi ein Sauzeug. Wenn zum Beispiel in so einen Bremskreislauf DOT3 rein soll und ihr da einfach DOT4 oder 5.1 reinschmiert oder vielleicht sogar DOT5, das ist nämlich nicht mischbar mit DOT3, dann kann es passieren, dass die Bremsleistung halt nicht mehr das macht, was sie soll, oder zum Beispiel auch die Sachen, Manschetten, Abdichtungsringe, Schläuche angegriffen werden von innen heraus, und dann ist der Bremskreislauf irgendwann auch hin, wenn ihr darauf nicht aufpasst. Und wenn ihr, wie gesagt, wie bei einem Volvo nur einen Bremskreislauf habt, dann habt ihr ein ganz schönes Problem, je nachdem, wie schnell ihr unterwegs seid. Deswegen ist es immer wichtig, wenn ihr wie ich heute an diesen Oldtimern arbeitet und da was mit der Bremsflüssigkeit unternehmt. Zum Beispiel bei dem einen haben wir sie gewechselt, bei dem anderen haben wir nur entlüftet, mussten wir aber auch was nachschütten. Da müsst ihr darauf achten, was der Hersteller sagt, was da reinkommt. Bei alten Autos ist es meistens DOT3, da würde ich dann auch bleiben, weil, wie gesagt, die falsche Bremsflüssigkeit kann da echt nach hinten losgehen oder nicht mischbare. Genau darauf achten. Wir haben hier zum Beispiel noch im Regal vom Bosch eine ENV4 gehabt. Die erfüllt aber auch die DOT3-Norm. Wir haben extra uns nochmal erkundigt, das ist mischbar. Das segnen die Leute ab. Immer darauf achten natürlich auch, wie lange der Karton hier schon offen rumsteht, weil nach 60 Monaten ist das Abfülldatum natürlich erreicht. Bremsflüssigkeit zieht nämlich Wasser an in der Regel, außer DOT4. Die ist nämlich silikonhaltig, die ist nicht hygroskopisch. Die zieht kein Wasser an, die hat ein wesentlich längeres Wechselintervall, deswegen wird die auch oft bei Oldtimern benutzt. Wobei das Hygroskopische auch eigentlich nicht schlecht ist, weil es ja das Wasser quasi bindet und aufteilt und wir keine richtigen dicken Wasserstellen. Wenn wir jetzt, stellt euch einen Schlauch vor, Bremsflüssigkeit, kurz vor der Bremse ist dann einfach so, sag ich mal, ein Stück Wasser. Wenn der richtig heiß wird bei so einer Bremsung, fängt der an zu sieden und dann hätten wir keinen Bremsdruck mehr. Das vermeidet diese hygroskopische Eigenschaft bis zu einem gewissen Punkt und deswegen fährt man damit eigentlich ganz gut. Also wenn ihr Bremsflüssigkeit damit in Berührung kommt, dann guckt auch wirklich informiert aus, was da reinkommt. Ja, das wollte ich euch nur noch mit auf den Weg geben zu dem Thema Bremskreislauf. Fand ich eigentlich ganz interessant bei den Oldtimern heute. Ansonsten grüßen wir alle den Sam in die Karibik. Hallo, mein Freund, lass dir die Sonne auf dem Pelz scheinen. Der ist nächstes Mal wieder dabei, wenn wir uns auch wiedersehen. Ich muss jetzt hier fertig werden. Ihr seht, hier wird mal hoch. Kommt gut nach Hause, je nachdem, wo ihr seid. Kommt gut ins Bett. Macht es gut. Ich würde jetzt schon um die Uhrzeit sagen. Gute Nacht. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Ansonsten, ja, viel Spaß da draußen. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Ich bin raus. Ciao. Ich habe was gelernt.